kleines Fenster, gibt's auch noch nicht große Fenster. Glaswand. Wir könnten hier eine Glaswand setzen. Nein! Das war eigentlich... Eigentlich wollte ich das hier hinsetzen. Egal, jetzt haben wir hier auch große Fenster. Große Fenster. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, was ich hier gerade tue. Aber egal. Eine WC-Tür, okay. Konzentrieren wir uns darauf, die Räume einzurichten. Geh auf den Boden in einem der Räume. Ah. Das Fenster zeigt Möbel und Ausstattungen, die für den Raum entweder obligatorisch orange oder empfohlen gelb sind. Obligatorische Angaben zeigen auch Alternativen auf. Zum Beispiel alle Gerätschaften, Geräteschränke. Aber du brauchst nur einen. Du kannst Objekte drehen, indem du R oder mit mittlerer Maustaste drückst. Alles klar. Die Rechenmaustaste bringt die aktuelle Auswahl ab. Einige Objekte benötigen zusätzliche Ausrüstung, um zu funktionieren. Wenn das Objekt in der Szene blau getönt ist, kannst du mit der Maus darüber oder den Boden darunter fahren und sehen, welche anderen Ausrüstungen benötigt werden. Es wird dein Ausrüstungsfenster blau angezeigt. Statten wir deine Räume aus. Beim Platzieren von Objekten zeigen Pfeile auf dem Boden an, aus welcher Richtung sie zugreifen können müssen muss. Okay. Das Klo ist wahrscheinlich wichtig. Ey, ey. Oder muss man am... Ah. Macht natürlich Sinn. Drei Toiletten. Ein Handtrockner. Den setzen wir einfach mal hier ins Eck. Und einen Waschbecken kommt dorthin. Spiegel, die können wir nochmal da hinsetzen. So. Und Mülleimer. Da drunter direkt. So, passt schon. Da muss aber noch Wand da rein, ne? Wir hatten doch hier irgendwas gehabt. Irgendwo war doch hier so eine Trennwand extra dafür, oder nicht? Eine weiße Wand. Gab es nicht irgendwo eine Toilettenwand? Irgendwo war doch was. Hier war das doch, oder? Ach, hier, die WC-Tür. Oh. Warte mal, WC-Tür. Zack. Falsche Richtung. Ach so, da muss erst eine Wand gezogen werden, oder wie? Aber das ist doch jetzt eine spezielle Wand. Warum ist das hier so leise? Kann die Musik auch wieder losgehen, so? Betonwand? Nein. Hä? Achso, ist das Wand entfernen? Das will ich jetzt aber auch nicht. Wo kriege ich denn jetzt so eine Dingswand her? Was ist denn das? Nicht benutzen. Oh, 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 wenn man es nicht benutzen soll. Da, Toilettenwand. Die wollte ich haben. Einmal hier so längs. Und irgendwie müssen wir auch hier jeweils dazwischen noch eine Wand ziehen, ne? Und da auch nochmal. So. Dann können wir jetzt auch die Toilettentür da reinzimmern. Zack, zack und zack. Das sieht doch gleich viel besser aus. Aber warum ist das jetzt so leise hier? Man macht doch mal Musik an. Freunde? Hallo? Oh. Oh Gott, was brauchen wir denn hier alles? Ein Schreibtisch. Ein Bürostuhl. Ja, so. Untersuchungstisch kommt hier hin. Damit man direkt reinsehen kann, wenn man in das Zimmer reinkommt. Klang ein bisschen falsch. Ein Geräteschrank. Einmal an die Seite. Ein großer Gerät. Ah, das brauchen wir doch dann nicht, oder? Warte, warte, das Gelbe waren jetzt die wichtigen. Das ist so ein Gerätetisch. Den brauchen wir immer. Und der Rest ist irgendwie irrelevant, oder wie läuft das? Nachher haben wir kein Geld mehr. Ein Waschbecken ist vielleicht auch nicht schlecht. Irgendwie so hier so hin. Eine Ablage hier drauf. Ein PC, natürlich, das darf gar nicht fehlen. Was war hier? Was ist das? Kann man das essen? Keine Ahnung, so eine Lampe ist das, eine Untersuchungslampe. Und ein Audiometer. Jetzt machen wir da hin. Ein Augentest, einfach nur weil es geht, an der Wand klatschen. Und das legen wir einfach mal da drauf. Die optionale Ausstattung beinhaltet in der Regel Dekoration oder Objekte, die im gegebenen Raum keinen bestimmten Zweck erfüllen, sondern nur die Umgebung verbessern. Wie die Umgebung verbessern, kann man da. Na, gucken.
Spanische Wand. Okay. Ah, es gibt Pflanzen. Oh Gott, da muss einer hin. Das muss einfach sein. Oder so eine Wanduhr. Bisschen Dekoration, das kann nicht schaden. So, super. Warte mal, jetzt gehen wir nochmal hier in den Warteraum. Den müssen wir auch noch fertigstellen. Da kommt da eine Bank hin. Noch eine, oh, noch eine Bank. Eine Info-TV und ein Wartenummern-Irgendwas-Gerät. Dahin. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Arzt für eine funktionierende Klinik. Wir werden einen mit Hilfe unseres In-Game-Tutorials einstellen. Drücken Sie auseinander. Neue Persona. Wählen Sie einen Verwaltungsmodus. Verwaltungsmodus. Da. 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 Ey, der ist gut, der ist günstig, der ist 66. Den nehmen wir. Krankenhaus akzeptiert nun Patienten. Super. Ja, ich war da schon, das habe ich schon. Wenn du mehrere Abteilungen hast, kannst du zwischen ihnen wechseln, indem du das Symbol hinten im Hauptfenster benutzt. Wähle Radiologieabteilung aus und öffne den Verwaltungsmodus erneut. Radiologie? Was willst du jetzt mit der Radiologie? Willst du nicht völlig flachsen? Ach, den Typen. Abteilung wählen. Der hat keine andere Abteilung. Was? Wenn du mehrere Abteilungen hast, kannst du zwischen... Ja, das will ich jetzt aber noch nicht, oder? Akzeptiert nun Patienten. Ja, leg los, Kollege. Ah, okay. Ist das jetzt eine Radiologie geworden oder nicht? Ja, hä? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich bin verwirrt. Was genau wollt ihr denn jetzt? Überprüfe, welche Räume du für einen funktionierenden Radiologie brauchst. Baue sie, rüste sie aus und besetze sie mit Personal. Radiologie, jetzt muss ich nochmal... Das brauche ich nicht. Und eine Toilette brauche ich nochmal, oder wie? Hä, wieso? Wieso brauche ich denn noch eine Toilette? Verstehe ich nicht. Fehlende Ausstattung, ja, ist klar. Oder braucht man... Ist rot, was man braucht. Verstehe ich nicht. Ach, keine Ahnung. Komm, hier. Mitarbeiter hat keinen Arbeitsplatz. Ach, leck mich doch. Was war, hä? Wo ist die hin? Ist die jetzt weg? Ich bin völlig verwirrt. Das macht mich jetzt gerade fertig. Hä? Was genau wollt ihr denn jetzt von mir? Brauche ich jetzt noch ein Wartezimmer? Ich glaube nicht. Ich brauche bestimmt nur eine extra Toilette. Assistenzärztin. Was wollt ihr, Mann? Lass mich in Ruhe. WC. Noch ein WC, noch ein WC, noch ein WC, noch ein WC. Hier war doch... Nee, wo war denn das? Da war das. Einmal hier hin. Einmal dahin. Einmal dahin. Und einmal hier durch. Und die Toiletten, wenn Zimmer, Räume, Klos, Becken, da so, Wäsche. Nee, warte mal, so. Handtrockner. Einmal hier. Hallo? Ach ja, ich habe noch gar keine Wände. Da war ja was. Einmal hier langziehen, kein Ding. Wer braucht das schon? Da nochmal weiße Wände hier hin. Einmal zack. Und einmal zack. Dann muss da noch eine Tür rein. Eine Tür, weiße Tür, da. Zack. Und dann machen wir doch einfach mal, weil es halt geht. Das muss so. Das ist völlig normal. Oh Gott. Gut. Warum ist denn die Musik aus? Ich verstehe es nicht. Mach doch mal wieder Musik an. Spiel ist komisch. Laborspülbecken. Ich brauche kein Laborspülbecken, Mann. Lass mich in Ruhe. Waschbecken ist hier nicht zuständig. So. Zufrieden? Zufrieden. Kann man das jetzt machen? Nee. Hä? Als ob wir jetzt noch ein... Ach, ein Röntgen... Wow. Da, danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Ihr seid doch richtig Keks. So, warte mal, jetzt erstmal Röntgenzimmer. Oh Gott.
einmal das Ding. Röntgensteuergerät. So. Geräteschrank. Ein PC. Schreibtisch. Überfordert. Einmal dahin. Der PC da oben drauf. Das Röntgen-Ding, das kann man hier an der Wand klatschen. Und ja, den PC, den habe ich doch gerade schon gehabt. Oder wollen die jetzt extra noch einen PC haben? Ich verstehe die Leute nicht. Und du kriegst einen Hocker einfach so. Hat es jetzt funktioniert? Ist es jetzt alles eingerichtet? Oder wollt ihr jetzt noch mehr haben? Ach genau, was es hier alles so gibt, Alter. Wolltest du mich verarschen? Ah, okay. Wieso braucht man dafür ein extra Wartezimmer? Das ergibt keinen Sinn. Hallo, ich hab doch nicht mal Wände. Nix. Vergesst es. Ich muss mal Wände ziehen. Wir können doch nicht den Leuten hier bei der Behandlung zugucken. Ich glaube, ich spinne. So, Kollegen, also, warum ist jetzt eigentlich immer noch die Musik aus? Machen wir Musik an. Was soll denn das? Ist ja voll langweilig. Vielleicht spiele ich einfach hier dann irgendeine Musik dahinter ein, weil das ist ja unzumutbar. Das ist ja. Da wirst du ja schläfrig von. So, warte mal. Jetzt machen wir hier nochmal da. So, wenn wir so einen Wank reinsetzen: ein Snackautomat. Der geht immer. Und das ist auch mal das ist. Achso, dieses Warteding da ziehen und eine Infotafel. So. Geht klar, Kollege. Geht klar. So. Die Mieze, die geht jetzt erstmal. Hallo? Ja, kann ich die nicht nehmen irgendwie? Warte mal, ich kann doch jetzt bestimmt hier draufklicken. Hallo? Verwaltung, da. Radiologie. Die hatten doch hier gerade noch eine. Hä? Was mache ich jetzt mit der Assistenzärztin? Hier, die soll da arbeiten. Aber wir brauchen wahrscheinlich. Nee. Hä? Das überfordert mich so ein bisschen. Was ist denn jetzt hier Phase? Die hier. Ja, die hat keinen Job. Schön, die soll... Kann ich die nicht irgendwo zuweisen? Abteilung wählen. Ach, ist schon Radiologie. Arbeitsplatz zuweisen. Dahin. Hat's geklappt? Dahin. Dahin. Verstehe ich nicht. Aha. So geht das also. Ah. Jo, wahrscheinlich. Wie viel sind das denn hier? Einmal durchlaufen lassen. Zack, 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 zack. Das Spiel ist komisch. Wo ist die Musik? Mann, ich will Musik haben. Oh Mann. Was soll denn das? Schweinerei. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel. Ja. Jetzt müssen sie plötzlich alle auf dem Pott, ist klar. Ja. Nee. An sich ein ganz nettes Spiel. Ja, das stimmt schon. Aber... weiß ich nicht. Ich finde, das sollte... interessanter sein. Das ist ein bisschen langweilig. Jetzt gerade auch Musik ist weg. Langweilig. Wir können uns das später nochmal anschauen. Aber ich würde sagen... wir haben jetzt hier zwei Folgen. Eine Folge, noch eine Folge. Ich splitte das auf 15 Minuten. So machen wir das. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Wir sind zwar gerade noch im Tutorial, aber ja, sagt mal einfach, wenn ihr wirklich noch was sehen wollt. Das können wir dann liebend gerne nochmal machen. Ich bin dann locker dazu bereit, aber das Spiel jetzt gerade so, weiß ich nicht. Es geht, aber ich finde halt einfach Two Point Hospital irgendwie lustiger. Das ist halt nicht lustig, das ist halt einfach nur da, ne?
Und jetzt ist wahrscheinlich wieder das Tutorial zu Ende. Ne? Wähle Vorlage, Kategorie aus. Was ist eine Vorlage, Mann? Hä? Ach. Ach. Schon fertig eingerichtete Röntgenräume? Okay. Nun kannst du die verschiedenen Räume nach Abteilung gegliedert sehen. Ja. Bereich aus und platziere es. Okay. Noch ein Arztzimmer. Einfach machen. Hier ist zwar gar kein Platz mehr, aber einfach machen. Kein Problem. Dann braucht man das nicht mal selber einzurichten. Das macht das Ganze wieder ein bisschen einfacher, außer man braucht ein bisschen Freiheit, ne? Ja. Gut. Dann war das jetzt Tutorial Nummer 2. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch was sehen wollt, können wir das gerne nochmal weitermachen. Ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut setzen und das Display lassen wir jetzt einfach mal offen und liegt jetzt an euch. Wollt ihr mehr sehen oder nicht? Zeigt mit einem Daumen nach oben, schreibt doch in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt und diese Musik, die ist geil. Mhm. Oh yeah. Die ist geil, die gefällt mir. Ja. Habt lange an dem Tag und wir sehen uns einfach im nächsten Video, im nächsten Projekt wieder. Haut rein. Ciao.